Hallo meine Zuschauer und willkommen zurück zu einer neuen Folge Rollercoaster Tycoon 3. Wie ihr seht, wir sind in einer komplett leeren neuen Sandbox-Welt. Was bedeutet das? Nun ja, ich hatte gedacht, dass wir ein neues Projekt machen. Heute die erste Folge. Und zwar unseren eigenen Park. Nun ja. Ich kann ein bisschen reden. Und wir bauen einen schönen Park auf. Erstmal müssen wir hier natürlich umbenennen. Nicht in Sandkasten, sondern in Red Gamers Funland. Perfekt. Können wir Pacht kaufen. Ist das alles, was es gibt? Oder kann ich noch drüber hin los? Okay. Preise, keine Preise, Kampagnen. Ah, oh, lol, ich kann Coupons machen. Okay. Das ist eine Zeichnung. 40 Euro, ja. 6 Wochen. Ah, ich brauche erst eine Attraktion. Okay, ja gut, das machen wir später noch natürlich, ne? Erstmal würde ich sagen, fangen wir an mit dem Weg. Das heißt, muss ich natürlich ein bisschen verschönern. Ne, so Blätter sehen komisch aus. Aber Kies ist auch so langweilig, sage ich mal. Was ist denn mit dem hier? Oh ja, guck mal, das passt doch eher. Dann nehmen wir das hier nämlich. Oh, ihr kriegt hier euer Weg später. Oh, ich weiß noch, als ich den zweiten Teil gespielt habe, der war nicht ansatzweise so. Natürlich brauchen wir jetzt hier eine sehr lange Schlange. Denn wir wollen ja auch einige Fahrgeschäfte hier hin platzieren, ne? So, Mülleimer und so was kommen natürlich auch noch alles hin. Natürlich jetzt erstmal hier der Anfang. Genau. Denn wir brauchen. Ach ja, Licht fehlt ja auch blöd. Genau. Also mal sortieren wir mal ganz kurz hier noch Licht aus. Auf Motostelle, was? Okay. Hotel Atlantis? Nee, wir nehmen. Welche Lampe nehmen wir denn? Hier ist ein Passautomat. Null. Okay. Gut zu wissen. Guck mal hier. Zwei Stück hin. Oh, Springbrunnen gibt's auch. Wegmitte. Oh, schön. Ja, packen wir auf jeden Fall dahin. Wasserkanone. Öllampe. Nummer. Oh, schön. Ja, doch, das können wir nehmen, glaube ich. Machen wir einfach mal mit dem 1, 2, 3, 4. Alle vier Dinger. 1, 2, 4. Das in der Mitte sollten drei frei sein. 1, 2, 3. Ja. Augenblick. So, kurze Unterbrechung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Ach, ich bitte mal gut mit Timelapse, das kann dann natürlich auch schön aussehen. 1, 2, 4. Na, ich gebe zu, das ist gerade etwas langweilig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Die kommen natürlich hier alle gegenüber. Dann kommen nämlich jetzt noch Bänke und Mülleimer. Dann haben wir nämlich den Hauptgang, sag ich mal, fertig. Und wir können auch natürlich auch ein paar hier Putzdienst anschaffen. Aber naja, okay, Mülleimer. Dafür nehmen wir als einfach Steinzeug-Mülleimer. Oh, das sieht cool aus. Ja, komm, die nehmen wir. So, einfach an diese Seite hier. Und da kommen rechts, also links von der, dann bekommen dann noch die Bänke. In der Mitte ist dann nämlich Platz für Warteschlangen und sowas, falls. Oh. Oh, nein, 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 ach komm, ey. Hier ist nicht mehr richtig. Genau. Gut, jetzt müssen wir das Ding jetzt wieder finden. Da, wo ist es? Wo ist es? Wo ist er denn? Da ist er. Gut, haben ihn wir. Joa. Also nächste Woche könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Da kommt nämlich ein cooles Video zu einem Minecraft-Server. Nein, nicht Minecraft-Server, Minecraft-Welt. Echt, ja, und die hat echt was drauf, sagen wir es mal so. Ja. Bänke brauchen wir noch. So eine Bank oder. Ah, so eine sieht cool aus. Einfach hier hin platzieren. Somit ist der Hauptweg nämlich auch schon mal fertig. Und das ist ja die Grundlage, sage ich mal, für einen guten Park, dass ihr erstmal einen ordentlichen Weg habt. Ja. Ich muss dann vorne erstmal gleich noch die Passautomaten eröffnen. Dann brauchen wir natürlich noch Toiletten und eine Information. Packen wir nämlich direkt einfach mit hier hin. Passt mal auf. Geld aus dem. Aha, ja, der darf natürlich auch nicht fehlen. Passautomat, Geschenke auswählen, auch das haben wir. Stempel nötig, um Geschenk zu erhalten. 3. Ja, aber wo können die Stempel suchen? Das ist die Frage. Naja. Okay, dann brauchen wir jetzt natürlich hier noch einmal die Information. Da, bitteschön. Ja, I know. Ich werde gerade und stellen wir danach alles ein. Denn jetzt kommt erstmal die erste Attraktion. Ja, würden wir einfach mal sagen. Ne, in der Bahn noch nicht. Ah ja. Ja, was haben wir denn hier? Fliegende Untertassen. Oh.
Das sieht doch nach einem guten ersten kleinen Fahrgeschäft aus. Oder? Ja. Jetzt sind wir nämlich einfach hier hin. Können einfach hier die Warteschlange machen, nämlich so. Können wir einfach hier einmal hier rum. Der Ausgang. Vielleicht gehen wir da hinten. Pass mal auf, wir machen jetzt nämlich hier Warteschlange schön. So. Weil den Weg kann ich sogar, glaube ich, einfach so connecten. Ich meine, die können einfach um die Lampe herumgehen. Also sollten sie zumindest. Hoffen wir es mal. Öffnen wir direkt erstmal auch. Und schaut mal, das erste Fahrgeschäft hat offen. Kommt. Go, go. Nicht scheuen. Ja, sieht gut aus. Komm, gehen Sie rein. Wir wollen auch mitfahren. Ja, die gehen rein. Oh Gott, ist das laut. Ah ja, ich sehe schon. Oh, wir haben gar keine Musik für die ausgewählt. So laut. Komm, gehen zu rennen hier. Es geht los. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Lul. Die schreien ja jetzt, wenn die würden sterben. Alter. Ich dachte, das ist nicht so extrem. Ui. Cool. Gutes erstes Fahrgeschäft, muss ich schon sagen. Auf jeden Fall. So, damit. Ah ja, okay. Damit der hier auch nicht langweilig wird, würde ich jetzt eigentlich die Warteschlange noch hier genau im Warteschlangenmonitor reinpacken. Dann haben sie nämlich auch ein bisschen was zu gucken, während sie hier rumstehen. So. Perfekt. Oh, und so einfach hat man sein erstes Fahrgeschäft eingerichtet. Natürlich sollten wir dann hier auch schon mal, ne, nur aus reiner Vorsicht schon mal einen Mechaniker anstellen. Der sich dann hier so ein bisschen rumstreift. Genau, der macht hier so sein Dings und wir packen hier auch den ersten Pflegedienst hin. Entertainer, ja natürlich, den bräuchten wir auch nochmal. Herzlich willkommen. Der wette flache Bahn. Ah ja. Sicherheitskraft. Oh, der hat die letztens gar nicht. Ja gut. Gut, haben wir jetzt auch einen Sicherheitsmann. Ja. Natürlich schreien ja jetzt alle schon nach einem weiteren Fahrgeschäft, ne? Ein Aussichtsturm. Oder einen doppelten? Eine Geisterbahn. Oh, ja, die ist schön. Da gibt es sogar Designs für, merke ich gerade. Warte, was? Warte mal, da war doch gerade, dass da...
Wait. Ich dachte gerade, dass da ein Dingens war. Geisterbahn. Ah. Gänsehaut. Wir gucken uns die mal an. Nee, sieht nicht so spannend aus. Wie sieht die andere aus? Schauen wir mal. Ich bin gerade ein bisschen faul, einen selber zu bauen. Ja. Oh ja, die sieht schon ein bisschen besser aus. Okay, drehen wir die mal, sodass der Eingang und Ausgang hier vorne ist natürlich, ne? Ich kann darum nämlich so ein kleines Geisterhäuschen bauen. Oh. Okay. Also, machen wir einmal hier Warteschlange natürlich, ne? Bitte, bitte einmal hier dran, dankeschön. Oh, sieht gar nicht mehr so schlimm aus. Da wollen wir den Eingang ja nicht machen, ne? Da wollen wir ihn auch nicht. Da, nee. Ach, come on. Was mache ich denn hier? Nein. Oh Gott, ey. Schwer vom Begriff hier. Das geht auch nicht. Ja, dann machen wir einfach hier den hier. Und führen jetzt den Weg einfach hier runter. Genau. So. Wunderbar. Da kommt hier einfach ein kleines Häuschen hin. Weil es ist ein bisschen groß geraten, aber ist ja nicht so schlimm. Machen wir hier schon auf grün. Dann der Wagen. Den machen wir. Den lassen wir so. Da können wir auch nicht ändern. Können wir auch nicht ändern. Lustig. So. Okay, will mal kurz gucken. Ja, es gibt doch bestimmt mehrere. Oder nur ein? Diese ganze Station? Na gut. Fahren wir mit, ne? Hallo. Klein, aber fein ist es hier. Meine, klar, ganze richtige Geisterbahn geht ja schlecht. Es ist ja. Oh. So ein grünen Style ist auf einmal so schlecht. Uiuiuiui. Ich weiß ja nicht, was das hier eine Geisterbahn sein soll, aber ne? Hinterfragen wir einfach mal nicht. Aber cool. Ich tue einfach auf Pam dann ein bisschen das Haus noch designen, weil wir wollen jetzt mehr hinkriegen. Sanfte Fahrten. Der Fiendshow. Also die ganzen Dinge. Schiefes Haus. Schwereloses Trampolin. Oh, das war auch immer cool. Dann können maximal 4 Leute dran. Details.
machen hier auch nur. Genau. Das sollte eigentlich reichen für eine Dingensbahn. Schwereloses Trampolin, cool. Öffnen wir natürlich, ne? Der Mechaniker sollte für diese drei eigentlich zuständig sein. Er sollte da also auch problemlos hinkommen, sagen wir es mal. So, machen wir hier kurz auf Testen, weil ich möchte nämlich mit. Also ich bin mal der Typ, der springt. Willkommen! Natürlich geht das jetzt nicht. Treten Sie ein und probieren Sie das schwerelose Trampolin. Wir brauchen schon. Oh, hier fahren aber schon Leute mit der Geisterbahn. Hier waren wir natürlich so ein bisschen gruseliger. Ah, hier sind so Space-Dinger, okay. Machen wir Hans das Haus und hier machen. Oh, die springen schon. Ich muss gucken, ich will gucken, wie das ist. Hui. Die ganz krass haben dann immer Saltos gemacht. Ja. Was sagt denn hier bei uns unser zur Zeit? 41 Minuten haben wir schon. Eieiei. Ja, war jetzt schnell, ne? So, gucken wir mal ganz kurz, was haben wir denn hier noch? So. Aufregend. Oh je. Dann packen wir am Anfang noch einen Gravitron rein. Der schadet nie. Hier bräuchten wir schon eine längere Warteschlange. Das weiß ich. Weil die nämlich auch immer sehr beliebt ist. Und hier. Perfekt. Nein. Gott, Hilfe. Das sollte hoffentlich reichen. Wir tun das mal hier starten. Die Wagenfarbe ändern wir hier schon auf schwarz. Oh, ja geil. Das Blaue ändern wir zu dunkelblau. Und tun wir hier das. Das Rote ändern wir zu gelb. Ne, Rot sieht schön aus. Yes. Oh ja, doch. Sieht cool aus. Und da stürmen sie auch schon rein. Sauwasserpark, seht ihr, so einfach geht das. Einfach nur genügend Mülleimer hinstellen und dann sind die Leute schon zufrieden. Naja. Ich ändere auch nie was an den Preisen. Es ist Red. Nee. Regen Spin. Regen Spin. Regen Spin, Alter. Musik tun wir. Space the Gray. Genau. Weil hier so auf diese schwere Trampolin. Spacey Jumpy. Spacey Jumpy, Alter. Jumpy. Jumpy. Bester Name. Gänsehaus. Ja, passt. Odyssey Fahrt. Odyssey. Ship. Boom. Wunderbar. Der Anfang von unserem kleinen Park. Aber natürlich wollen wir ja auch eine kleine Achterbahn hier drin haben, nicht wahr?
Und ihr wollt wahrscheinlich einmal sehen, wie es ist, wenn er hier drin steht. Nicht wirklich spektakulär. Ja, also Achterbahn, Achterbahn, ich weiß. Andere Bahn und Attraktion. Und Shire-Katzen. Aussichtsturm. Go-Karts. Was ist das denn? Oh, das kenne ich noch gar nicht. Okay, Augenblick. Das Ding packen wir ans Ende dieses Weges. Der wird sich später nämlich aufteilen. Wie so ein Tee. Oh mein Gott. Den bauen wir natürlich ganz hoch. So. Sind schon ganz oben? Okay, der kann noch nicht so hoch. Schade. Aha. Ich habe das noch nie gesehen. Das hier ist gerade das erste Mal. Gut, machen wir mal hier kurz den Weg, ne? Wird sich später nämlich so aufsplitten, auch wenn das andersherum etwas falsch aussieht, ich weiß. Auch den nicht extra sagen. 2, 3, 4, 5. Ne, oh, ich hab mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, eins muss ich noch. So. Gut, jetzt müssen wir hier natürlich noch einmal den Eingang und den Ausgang machen. Achterbahn kommt in der nächsten Folge, die vielleicht sogar, ich weiß halt nicht, ob der den Spielstand Server, also launcherübergreifend speichert, weil dann könnte ich nämlich die Welt hier zu Hause weiter bearbeiten. Dann könnten wir in der nächsten Folge dann die Achterbahn machen. Die erste. Aber wir werden sehen. Das ist wohl eine andere Version des Aussichtsturms, die sogar relativ cool aussieht. Also, hallo. Okay, da hier nichts ist, kommen die Besucher hier und ich finde, das ist ja irgendwie klar. Also, wir machen hier. Ja. Genau. Einfach so den Namen speichern. Die Farben ändern wir ein bisschen, dass sie ein bisschen knalliger sind, sagen wir mal. Der ändert sich nicht, das heißt, hier muss ich was ändern. Ja, aber hier die. Okay. Oh, einer ist drin. Und die fällt direkt los. Guck mal, fahren wir gleich mit. Oh, es geht aber. Geschwind hier hoch. Oh, schöner Aussichtsturm auf jeden Fall. Problem ist, ich kann die Bilder, die ich hier mache, nicht als Screenshots benutzen für erst schon Thumbnails oder so. Wie lange bleibt der hier oben, ist die Frage. Aber wunderschön. Ich dachte schon, das geht jetzt so, wird schnell nach unten. Schauen wir uns jetzt einfach hier ein bisschen. Vielleicht fängt er ja einen schönen Screenshot ein. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Zuschauer. Ja.
macht's gut und bis zur nächsten Folge. Bald kommen wir.